Willkommen zurück zu Kaffee 2, die Nacht des Raben. Hier im Eisgebiet bei den Eisgolems. Vermutlich in der Nähe eines Eisdrachens. Problem ist nur, diese Eisgolems, sie können mich einfrieren. Und wenn sie mich einfrieren, ne, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen in der letzten Folge. Deswegen bin ich hier so ein kleiner Schisser. Und mache das Ganze im magischen Fernkampf. Warum habe ich gerade keinen Schaden gemacht, außer beim letzten Mal? Würde mich schon ein bisschen interessieren. Trifft das nicht, oder was? Nee, das trifft. Das trifft auch. Und das hat auch getroffen. Jetzt fehlt noch ein Treffer. Komm, Biff, das kriegen wir im Nahkampf hin. Biff, komm her. Das schaffen wir. Sag ich doch. Da kann ich mir das Mana sparen. Und dann kann ich so eintrinken. So. Sehr gut. Gut gemacht. Okay, jetzt kann ich die ausräumen. Ohne schlechtes Gewissen. Beziehungsweise ohne plötzlich hier überrascht zu werden. Ein Stängel Sumpfkraut. Da ist nichts zu holen. Tja, ich würde mal schätzen, das hättet ihr besser nicht hier geraucht. Im Kampf oder kurz vorm Kampf. Was ist das da hinten? Ein Irrlicht und ein Eiswolf. Okay. Okay, okay, okay. Wo sind die Äxte-Männer? Oh, da ist noch ein Troll. Oh mein Gott. Da liegt aber noch ein Drachenjäger, ein Toter. Krieg ich den? Es scheint nichts in der Nähe zu sein. Dann nehme ich das mir doch mal. Krieg ich die Pflänzchen? Tatsächlich kriege ich die auch noch, okay. Gut, aber jetzt, das war nah genug dran, das muss nicht sein. Immerhin kann ich jetzt ja Silvio sagen, hey, deine Viecher sind aus dem Weg geräumt. Und dann, kriege ich vielleicht ein bisschen Unterstützung von ihm auf der Jagd nach dem Eisdrachen. Hätte ja sein können, ne? Könnte ja sein. Und wenn ich nicht? Jetzt. So, das kennen wir schon. Das waren deine Leute. Was mit ihm passiert, das kennen wir schon. Warum? Wenn. Was? Weiß nicht. 1000 Goldmünzen, okay. Das kann dumm. So, also. Was will er dort? Drache? Das wissen wir auch schon. Und na gut. Na gut. Dann beeil. So, und übrigens. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Ich hoffe mal, der hat mich jetzt nicht über den Tisch gezogen. Na, was heißt über den Tisch gezogen? Einfach belogen halt. Mit den 100 Goldstücken. Die Sache ist halt die. Also mit Silvio im Banditenlager, im Söldnerlager konnte ich mich anlegen. Bis zu mit Bulko. Aber mit Silvio in der Drachenjägerrüstung, das wird schwierig. Na, was sagst du Warte jetzt? Warte mal. Siehst du, der Weg ist frei. Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Ja, ich will mein Geld. Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Ich will mein Geld jetzt. Entweder du gehst jetzt vor oder du wirst mich kennenlernen. Biff, schaffen wir das? Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn, jetzt lauf! was soll's. Von mir aus. Na dann los, hopp hopp! Ich will mich jetzt nicht mit Silvio anlegen, weil ich die beiden wahrscheinlich noch brauchen kann. Im Kampf gegen den Drachen. Oh Gott, und da sind Echsenmenschen und mit Biff alleine wird es schwierig, von daher wollte ich mich jetzt echt nicht prügeln mit den beiden. Okay, was tue ich hier? Kann ich die Eiswölfe erstmal ignorieren, vielleicht? Indem wir außen rumlaufen. Und dann würde ich mir einen Eisblock schnappen. Und meine Jungs hierher locken. Biff? Ja, wo bleibt ihr denn? Ich dachte, ihr kommt mit.
Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor, ich komm dann schon. Alter, jetzt komm mit. Okay, Biff, weißt du was? Wir gehen den Weg. Ist mir jetzt egal. Oh, Drachensnapper. Wie viele? Einer. Okay. Biff? Da. Okay. Ich dachte gerade. Die Wegfindungs-KI von NPCs, die einen begleiten, ist hier nicht allzu gut in Gothic 2. Merkt man vielleicht ein bisschen. So, Drachensnapper, dann komm mal her. Und dann kommst du Biff her. Biff, was machst du? Warum gehst du nicht da hoch? Geht doch. Sehr schön. Nichts zu holen. Leider habe ich ein bisschen Schaden einstecken müssen. Wie viel sind das? Ah, 180. 180, das heißt 70 und 100 macht 170. Dann brauche ich noch 10. Naja, gib mir eine Wurst. Gib mir einfach eine Wurst. Ist doch Wurst. Oh, ein Mana-Trank. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Ja, klar. Also 100 Goldmünzen sollten es schon sein. Keine Sorge. Ich habe natürlich nicht vergessen, dass wir die Beute teilen. Deshalb werde ich dich auch nicht so häufig damit nerven, mir mehr Geld zu geben. Ja, bist du wert. In Ordnung. Du bist es wert. Das will ich meinen. Dann also weiter. Ja, also für 100 Gold. Zumal ich eh fast 5000 habe. Das ist okay. Das ist mir wirklich wert, weil alleine wäre ich ja aufgeschmissen. Ich meine, guck mal, alleine schafft noch nicht mal einen Drachensnapper und zusammen schon ziemlich einfach. Sogar zwei. Okay, bei dreien wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Was sagt mein Mana? Mein Mana ist voll. Ich probier's mal aus. Also, den ersten einfrieren. Dann den zweiten einfrieren. Dann mit Biff den dritten besiegen. Biff, was tust du? Du sollst hierher. Du Idiot. Du sollst den hier angreifen. Jetzt muss ich zu Silvio und Bulko laufen. Mann. Ich fürchte mal, Biff wird da drauf gehen. Das schafft er doch nicht. Okay, ich brauche Mana. Ganz schnell. Ganz schnell, ganz viel. Damit ich den hier einfrieren kann. Hoffentlich sind die anderen noch eingefroren. Und Biff ist nicht tot. Wenn Biff tot ist, muss ich laden. Oh, komm schon! Ich glaube... Ich fürchte... Biff ist tot. Ist er runtergefallen? Keine Ahnung. Ach komm schon, das hat getroffen. Was soll das? Wo ist denn Biff? Ich sehe ihn gar nicht. Hä? Ach, was soll's. Ich spring. Tschüss. Nee, das wird so nix. Okay. An den dreien kommen wir leider nicht vorbei. Selbst zu zweit. Die KI ist da einfach zu blöd. Biff ist einfach zu blöd, um den nicht eingefrorenen anzugreifen, leider. Schade. Andererseits, hey, warte mal, du bist ja ein bisschen angeschlagen. Brauchst du Heilung? Klar, schaden kann's nicht. Was passiert, wenn ich dir den größten Heiltrank gebe? Ist das die vollständige Heilung? Nee, das ist ein 100er. Brauchst du Heilung? Klar. Okay, dann kriegt er noch zwei den kleinsten. Das ist schon so süß. Dieses kleine Fläschchen in seinen Riesenhänden. So, kannst du haben, bitteschön. Und da bist du vollständig geheilt. Und damit ich mir das so gut sparen kann, speichere ich hier gleich nochmal. So. Ich könnte doch... Nee, komm. Komm, vergiss die Drachensnapper. Wir gehen jetzt rein.
Wie machen wir das? Das Problem ist, links und rechts von den Echsenmenschen, also rechts unten in der Talsenke sind zwei Eiswölfe, drei Eiswölfe. Hier links oben sind aber auch Eiswölfe. Und ich würde mich ungern mit den Echsenmenschen anlegen und gleichzeitig mit Eiswölfen. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen zuerst die Eisfläche da unten leer. Und dann greifen wir die Echsenmenschen von der Eisfläche her an. Oh mein Gott, ein Eisgolem. Okay, der muss zuerst weg. Biff, vergiss es, das ist meiner. Finger weg. Biff, ich sagte Finger weg. Welchen Teil von Finger weg hast du nicht verstanden? Warum trinke ich hier... Ah! Biff, wo bist du? Jetzt kommen ernsthaft Silvio und Bulko her. Sag mal, Biff, du warst doch gerade noch hinter mir. Was ist denn jetzt los? Und warum kann ich mich nicht bewegen? Das ist blöd. Das ist ein dämlicher Bug. Aber was soll's? Ich hab Biff nicht mehr. Wo ist Biff? Ernsthaft? Biff, wo bist du? Das ist so ein bisschen buggy hier alles. So, da bist du doch. Wo bist du hängen geblieben, Mann? Mach keinen Unsinn, ja? Mach bitte keinen Unsinn. Ich brauch dich noch. Ich hab dir gerade 100 Gold gegeben. Du hast gesagt, du bist es wert. Sind die jetzt aggro, wenn ich mit Magie vorbeilaufe? Nee. Weg doch. Mit der Magie! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Biff, komm her. Komm schon, ernsthaft? Ich muss dich um die Kurve lotsen. Gut. Fein. So ist gut, Biff. So ist gut. Gut. Hätten wir das erledigt. Oh Mann. So, jetzt aber. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe mal, da kann mich hier nicht treffen. Doch kann er. Aus Erfahrung weiß ich, dass er das tun kann. Deswegen gehe ich hier ein bisschen in Deckung. Dann. Verdammt! Wow, das war knapp. Das war übelst knapp. Biff, hol ihn dir. Das war blöd. Und jetzt hänge ich wieder fest. Wollen wir wetten? Das schafft er doch nicht. Vor allem nicht mit den Wölfen. Nöp, das schafft er nicht. Und ich hänge wahrscheinlich eh wieder fest, wenn ich auftaue. Oh Mann, ich habe das Gefühl, die Eisregion ist ein bisschen schwerer als der Sumpf, zumal ich auch keine wirkliche Unterstützung habe von Silvio und Bulko. Okay, sobald alle Treffer durch sind, ziehe ich mich sofort zurück. Biff, komm mit. Wir ziehen uns zurück, damit der Eisgolem gar nicht auf die Idee kommt, hierher zu laufen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Naja, so viel dazu. Gut, dann lasse ich die beiden mal die Drecksarbeit machen. Und halte mir einfach einen Kugelblitz in petto. Für den letzten. Ich hab's immer noch drauf. Verdammt. Meine Erfahrung. Ich hab's immer noch drauf. Jetzt krieg ich dich. Mist, die Erfahrung. Nichts zu holen. Ah, das kann's doch nicht sein. Jungs, nein. Ich will den umbringen. Mann. Ah. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mach das jetzt anders. Ich mach zuerst die Wölfe. So. Ich mache zuerst die Wölfe, denn dann muss ich nämlich nicht zu Silvio und Bulko zurückrennen, wenn der Golem auf mich zukommt. Vielleicht auch das Irrlicht? Naja, wobei, lieber nicht. Das Irrlicht hat mir ja nichts getan. So.
Wäre zumindest das hier mal erledigt. Ist das zu nah an den Echsenmenschen? Kommen die schon her? Habe ich volles Mana? Ich habe volles Mana. Okay. Gut. Oh, da ist noch ein Eisgolem da hinten. Oh Mann. Okay, ich brauche eine andere Rückzugsmöglichkeit, die nicht bei Silvio und Bulko ist. Dann nehme ich mir halt eben diese Eiswölfe hier. Erstmal aus dem Weg. Dann könnte ich zum Beispiel hier hochrennen, wenn die Eisgolems mich verfolgen wollen. Das sollte funktionieren, oder? Da hinten ist noch ein Eisgolem. Oh Mann! Noch mehr Echsenmenschen. Das sieht ja schon fast so aus wie im neuen Lager hier. okay. Naja gut, es sollte aber reichen für Abstand. Fürs Erste. Für etwas Abstand zwischen dem verfolgenden Eisgolem und mir sollte das erstmal reichen. Naja, okay. Das hat sich nicht gelohnt. Gib mir mal ein bisschen Mana und dann machen wir jetzt folgendes. Eisgolem, sobald ich ihn treffen kann, viermal. Ich sagte, sobald ich ihn treffen kann, viermal. Okay. Ich habe nämlich immer noch das Gefühl, wenn ich dann weggucke, während der Zauber unterwegs ist und fliegt, dann trifft er nicht oder macht zumindest keinen Schaden. So, Biff. Dann trinke ich mal einen fetten Trank. Davon habe ich jetzt mittlerweile genug. Dann sollte der jetzt eigentlich seine Verfolgung wieder aufgegeben haben. Zumindest, wenn er sich so verhält wie die ersten beiden Eisgolems. Ja, tut er. Sehr schön. Das Ganze noch einmal und dann habe ich ihn. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, als wäre die Eisregion hier ein bisschen zu schwierig zurzeit. Ich weiß halt aber auch nicht wirklich, wo ich sonst hingehen könnte. Von daher, langsam aber mühsam nähert sich das Eichhörnchen, würde ich sagen. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Zack, 450 Erfahrung, wer sagt's denn? So. Wie gesagt, ist ein bisschen langwierig, aber ist mir egal. Das hat getroffen, sehr schön. Ich brauche 3 volle Anläufe dafür. Das war der erste. Wo ist die Musik eigentlich hin? Schön in Deckung gehen, den Baum, damit der Zauber nicht trifft, der eventuell da kommen könnte. Reichen 3? Nö. Aber der 4. sollte reichen, genau. So, wow. Nichts zu plündern. Ich habe gerade 4 Eisgolems umgelegt. Und hier ist eine Spruchrolle. Was für eine ist das? Das wüsste ich jetzt dann doch gerne. Moment. Stopp. Erstmal nachfüllen. Nicht, dass hier die Echsenmenschen über mich herfallen oder so. Also entweder ist es eine, die ich schon hatte, oder es ist eine, die ich nur einmal habe. Große Feuersturmskelett erschaffen. Die ganzen Verwandlungen hatte ich, glaube ich, schon. Die Windhose auch. Die Windhose? Nee, ich hatte die Windfaust. Oder die Windhose? Keine Ahnung. Scheint mir jetzt also nichts allzu Tolles dabei zu sein. Gut. Da ist nichts zu holen. Ich finde ja das faszinierend, wie das hier so ein bisschen aussieht, diese Gegend. Weil die war ja dann in Gothic 1 dann doch massiv anders. Also die wurde massiv umgebaut hier für Gothic 2. Also durch den Drachen natürlich. Natürlich. Das hat alles der Drache gemacht. Okay, so, die Eisfläche ist frei. Das war ja der erste Teil des Plans. Der zweite Teil meines Planes war, die Echsenmenschen umzulegen. Und zwar, indem ich einen einfriere. Und dann schnappen wir uns den anderen, bevor ich... Biff, sei nicht dumm. Biff, ach komm schon. Biff, was tust du da? Du kannst doch nicht
Das ist doch dumm. Du musst den angreifen, der nicht eingefroren ist. Mann, deswegen habe ich ihn noch eingefroren, damit er für eine Weile außer Gefecht ist. Bist du wirklich so blöd? Das kann's doch nicht sein. So, schnapp ihn dir. Ups. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Dann war's dabei. Da ist nichts. Ja, da nicht. Und ich brauche... Moment. Eigentlich nicht. Ich kann noch einmal zaubern, bevor ich meinen 100er Trank schlucke oder einen 75er. Nichts zu holen. Hm. Das ist ein totes Irrlicht, okay? Auch tote Irrlichter liegen rum. Und strahlen vor sich hin. So, jetzt würde ich gerne den einen hier anlocken. Ich versuch's einfach mal so. Oh, da kommen jetzt beide. Ich hab mal lieber den Eisblock bereit, dann treffe ich Biff nicht. Verdammt, ich wollte den anderen treffen. Ups. Ich hau immer... Okay, hey, du. Ich habe mich am Anfang des Spiels... Brauchst du Heilung? Klar. ...habe ich mich gefreut, dass man automatisch den nächsten Gegner anvisiert, wenn er im Kampfmodus ist. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Aber mittlerweile, wenn man so eine Begleitung hat, muss ich sagen, ist das ganz schön unpraktisch. Weil dann trifft man nämlich die, sobald alle Gegner weg sind. So, und ich brauche 239 Lebenspunkte. Dann trinke ich mal 4 davon. Und wenn mich nicht alles täuscht, fehlen jetzt noch 9, genau. Und für 9 esse ich halt eben noch eine Wurst. Was soll's. So. Ich glaube hier, der Vorplatz, die ehemalige Reisplantage. Ah. Das Irrlicht. Okay. Ich dachte, wollte gerade sagen, das ist so weit. Zumindest die unteren Etagen. Da ist nichts zu holen. Sind soweit jetzt befreit. Da oben gibt es noch einen Eisgolem. Da drüben. Den Eisgolem können wir aber umgehen. Gefährlicher ist eher dieser Echsenmensch. Aber der ist alleine. Und alleine, ein Echsenmensch alleine ist keine Bedrohung. Komm, Biff, den schaffen wir. Beziehungsweise du schaffst das. Ich fülle dann währenddessen mal meinen Mana wieder auf. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Hm, wo krieg ich jetzt meinen Mana her? Tja, was soll's. So langsam bekommen. Ja, du kriegst mehr Geld, ja. In Ordnung. Das will ich. Bitteschön. Du kriegst gerne nochmal 100 Gold von mir, das wirst du mir wert. So, und ich muss so langsam mal ein bisschen auf die Zeit achten. Denn die Folge ist schon wieder so lang. Ich würde mal sagen, ich schnapp mir jetzt hier eine Fackel. Und beim nächsten Mal schaue ich mich dann hier in diesen Hütten um. Und gehe weiter nach drinnen. Vielleicht erledigen wir noch den Eisgolem da drüben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und hoffentlich treffen wir dann auch den Drachen hier im Eisgebiet. Bis dahin, auf Wiedersehen.